Um nichts mehr rund um GTA 5 Online zu verpassen, klick einfach auf den Abonnier-Button und auf die kleine Glocke daneben, um auch noch die Benachrichtigungen zu aktivieren. Dann bekommst du auf jeden Fall immer eine Benachrichtigung, wenn ich einen Livestream mache oder ein neues Video hochgeladen habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video habe ich auf jeden Fall mal drei Glitches für euch mitgebracht, die allesamt mega lustig bzw. wirklich Spaß machen und mit denen ihr einfach mit euren Freunden mal etwas Abwechslung in euren Alltag im GTA 5 Online-Leben bekommen könnt. Bevor es aber mit diesem Video jetzt hier losgeht, möchte ich schon mal auf mein letztes Video hinweisen. Das habe ich heute Nacht um 12:30 hochgeladen gehabt. Falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall mal ab, da hatte ich auch ein paar nützliche Glitches und Tricks aus GTA 5 Online gezeigt. Ihr könnt das Ganze machen, entweder in der Endcard dann draufklicken oder einfach ganz entspannt jetzt oben rechts auf der Infokarte. Ansonsten ist das jetzt hier das letzte Video mit den 9000 Abos. Es fehlen, glaube ich, noch 40 Abos knapp bis zu den 10.000. Also es wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr das ganze Video hier euren Freunden zeigen würdet, damit wir heute noch die 10.000 Abonnenten knacken würden. Aber labern wir nicht ewig herum, sondern fangen direkt mal mit dem Video an. Den ersten Glitch findet ihr am Pier von Los Santos. Dort an diesen Stufen, die ganz unten sind, könnt ihr euch jetzt hinbegeben und dann stellt ihr euch auf die 5. Stufe. Nun müsst ihr mal springen und rennen gleichzeitig drücken. Jetzt macht ihr normalerweise immer diese Animation, wie ihr ins Wasser springt. Und diese ist hier ein bisschen verbuggt und zwar macht ihr diese Animation, allerdings springt ihr mit dem Köpfer nicht aufs Wasser, sondern ins Holz rein. Das Ganze sieht auf jeden Fall mega lustig aus und checkt es auf jeden Fall mal ab. Also wie gesagt, ihr müsst euch auf die 5. Stufe stellen. Darunter springt ihr ins Wasser und darüber funktioniert dieser ganze Glitch nicht. Ist auf jeden Fall was ganz Lustiges, was ihr mit euren Freunden mal machen könnt und damit bestimmt ganz lustige Aufnahmen erzielen könnt. Der zweite Glitch ist auf jeden Fall ein Lounge-Glitch, mit dem ihr in die Luft fliegen könnt, ziemlich hoch. Er ist schon ein bisschen älter, aber ich dachte mir, viele kennen ihn vielleicht noch nicht, deswegen kann ich ihn ja einfach nochmal hochladen. Was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht auf jeden Fall erstmal die Shotaro und etwas Geduld, also funktioniert nicht immer beim ersten Mal, aber ich denke nach 3, 4, 5 Versuchen sollte das Ganze auf jeden Fall klappen. Jetzt nehmt ihr auf jeden Fall die Shotaro und fahrt mit der zum Live-Invader-Gebäude und hinten dran ist dieser Parkplatz wahrscheinlich für Kunden oder für Mitarbeiter und dort fahrt ihr jetzt erstmal die Schranke ab. Habt ihr diese abgefahren, so wie ich jetzt, müsst ihr jetzt nur noch an diesem Poller ganz nah immer dagegen fahren und nach ein paar Versuchen, ihr seht es ja auch im Gameplay, fliegt ihr wirklich unnormal hoch in die Luft, ihr werdet einfach hochkatapultiert. Ist auf jeden Fall ein mega geiler Lounge-Glitch, den ihr auf jeden Fall mal mit euren Freunden abchecken könntet. Dieser Glitch müsste auch auf der PS3 und auf der Xbox 360 übrigens funktionieren. Der dritte und letzte Glitch für heute ist auf jeden Fall, wie ihr mit einem BMX an einer Wand bzw. in Schräglage, ihr seht es auch im Hintergrund, herumfahren könnt und das Ganze ist wirklich unnormal einfach. Ihr begebt euch einfach wie ich an die gleiche Stelle im Pier von Los Santos. Jetzt fahrt ihr einfach gegen diese Wandstelle bei diesem weißen Wandgraffiti oder was das auch immer sein soll. Fahrt einfach dagegen, springt ab und haltet entweder A oder D bzw. einfach die Stick so gedrückt, dass ihr euch in eine Richtung lehnt, entweder nach rechts oder nach links, so wie ihr danach fahren wollt. Macht ihr das, werdet ihr sehen, dass ihr einfach auf der Seite an der unteren, an dieser schrägen entlangfahrt. Das Ganze sieht unnormal lustig aus, macht wirklich unnormal viel Spaß. Probiert mal möglichst weit zu fahren, ihr seht es auch im Hintergrund, wie weit ich gekommen bin. Probiert vielleicht mal ein bisschen weiter zu kommen oder nach rechts. Nach rechts, glaube ich, könnt ihr sogar noch ein bisschen weiter fahren als nach links, weil links irgendwann dieser kleine Abgrund kommt, an der ihr dann, glaube ich, rausgeworfen werdet. Checkt es auf jeden Fall mal ab, ist, denke ich mal, auch auf jeden Fall ein mega geiler Glitch. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs zu Ende schauen. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal raus. Das Hashtag für heute ist auf jeden Fall Hashtag Fun. Wenn ich weiß, was ich damit meine, kloppt auch einfach mal Hashtag Fun in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, damit ich mal weiß, wer wie lange guckt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal fürs zu Ende schauen, wie gesagt, liked bitte das Video, teilt und lasst ein Abo da, wenn ihr neu sein solltet, damit wir wirklich heute noch die 10.000 Abonnenten knacken. Das ist wirklich eine so unnormal große Zahl. An der Stelle bin ich jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, ihr habt noch einen geilen, hammergeilen Tag und diese Glitches können euch etwas Spaß in GTA 5 Online bereiten. Jetzt bin ich aber wirklich mal raus. Leute, haut rein, ciao und peace.